Der Gerechte erkennt die Sache der Armen. Ein Satz aus dem Buch der Sprüche, der uns heute mit auf den Weg gegeben wird. Im Buch der Sprüche finden sich ganz viele verschiedene Lebensweisheiten, Sprichwörter, eine ganz bunte Mischung zur Frage der Erziehung, zur Frage des Miteinanders, zu Fragen der Religion, wirklich alles wird darin bedacht. Der Gerechte erkennt die Sache der Armen. Gerechtigkeit, Tzadikia im Hebräischen, ein Wort, das nicht bezeichnet, es bekommt jeder gleich viel. Gerecht ist nicht, wenn der Arme und der Reiche gleichermaßen eine Scheibe Brot bekommt und der Reiche sich hinterher noch seinen Braten gönnt. Gerecht ist das, was die Menschen brauchen zum Leben. So ist Gott gerecht, eine seiner Eigenschaften, die wir über ihn aussagen können. Der gerechte Mensch, das ist also der, der sich anderen zuwendet. Er erkennt die Sache der Armen. Dieses Wörtchen erkennen, es bezeichnet mehr als nur das bloße Begreifen. Erkennen heißt, einander nahe zu sein, einander zu verstehen, sich füreinander einzusetzen. Der, der gerecht handelt, macht sich die Sache der Armen zu eigen. Er ist ihnen so nah, dass es sich nicht mehr trennen lässt. Was nützt dem anderen und was nützt mir? Die Sache der Armen. Wir sehen auch in unserem reichen Land und in unserer reichen Stadt immer wieder Menschen, denen das Nötigste fehlt. Und wir sehen im globalen Maßstab, wie gut es uns geht, auch denen, die sich selber als arm empfinden. Zu begreifen, wir Menschen gehören zusammen und die, die schwach sind, sind auf unsere Hilfe angewiesen. Wir gehören zusammen, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, eine Menschengemeinschaft, wir sind Schwestern und Brüder, denn wir sind Gottes Kinder. Und so wie Gott uns Menschen das schenkt, was wir zum Leben brauchen, so ist es unsere Aufgabe, das weiterzugeben. Den Gerechten erkennt man nicht daran, was er für Worte macht. Den Gerechten erkennt man nicht an dem, wozu er den Mund aufmacht, sondern daran, wie er sich anderen Menschen zuwendet, dass er mit dem Herz und dem Geist bei anderen ist. Amen. Lass mich, o Herr, in allen Dingen auf deinen Willen sinn und mir mich wein. Gib selbst das Wollen und Geld vollbringen und lass mein Herz dir ganz geheiligt sein. Nimm meinen Leib und Geist zum Opfer hin. Dein Herr ist alles, was ich hab und bin. Gib meinem Glauben Mut und Stärke und lass ihn in der Liebe tätig sein, dass man an seinen Früchten merke, er sei kein eitler Traum und falscher Schein. Er stärke mich in meiner Pilgerschaft und gebe mir zum Kampf und Siege Kraft. Lass mich, solang ich hier soll leben, in gut und bösen Tagen sein vergnügt und deinem Willen mich ergeben, der mir zum Besten alles weislich fügt. Gib Furcht und Demut, wann du mich beglückst, Geduld und Trost, wann du mir Trübsal schießt. Ach,
hilf mir beten, wachen, ringen. So will ich dir, wenn ich den Lauf vollbracht, stets Dank und Ruhm und Ehre bringen. Dir, der du alles hast so wohl gemacht, dann werd ich heilig, rein und dir geweiht, dein Lob verkündigen in Ewigkeit. Hörst du mich, Gott, oder hallt mein Gebet ins Leere? Ich rufe zu dir in meiner Not, ich liege wach, meine Gedanken kreisen. Vor dir kann ich meine geheimsten Gedanken zu Ende denken, kann ich in Worte fassen, was ich sonst keinem sage. Hörst du mich, Gott? Klingt mein Rufen hinauf bis zu dir, oder bleiben meine Worte ungehört? Vernimmst du nicht einmal du, was ich hinausschreien muss? Nimmst nicht einmal du wahr, wie es um mich steht? Doch, ich bin gewiss, dir kann ich meine innere Traurigkeit zeigen, kann von meinen Ängsten sprechen zu versagen. Vor dir kann ich sein, wie ich bin. Dafür danke ich dir, Gott. Amen.